Nicht so schnell, Klein Pickel. Fahr langsamer. Warum die Eile? Du bist spät dran für einen Tanzkampf? Gegen wen? Klein Francis? Fantastisch. Können wir mitkommen und zuschauen? Wow! Hier kommt sie, Leute. Bist du bereit für den Tanzkampf, Klein Francis? Das bist du? Was ist in der Schachtel, Klein Tom? Kostüme zum Abtanzen? Cool! Lasst uns anfangen! Drop einen Beat, Klein Tom! Toll gemacht, Klein Pickel. Welche Bewertung kriegt sie? Sieben von zehn? Fantastisch. Du bist an der Reihe, Klein Francis. Wow! Welche Bewertung erhält Klein Francis? 8. Wow! Das ist sogar besser als Klein Pickel. Jetzt solltest du dir schnell etwas einfallen lassen. Bereit? Wow, das gibt's ja nicht. Das ist fantastisch. Eine perfekte 10. Sieht so aus, als hättest du gewonnen, Klein Pickel. Wie bitte, Klein Francis? Du meinst, Klein Pickel hätte geschummelt? Warum fragst du Klein Hector nicht, ob er dir auch helfen kann? Das wird ja immer besser. Noch einmal 10 Punkte. Das ist unglaublich, Leute. Also noch eine Runde, um zu entscheiden, wer der Gewinner ist.
Amber sagt, jetzt ist Schluss mit Tanzen. Ihr müsst in die Schule. Kannst du ihnen noch eine Chance geben? Amber sagt, okay, wenn ihr alle zusammen tanzt. Fantastisch. Dann lass Musik laufen. Das war ein super spaßiger Tag heute. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Klein Katie und Klein Amber. Lecker. Was macht ihr in den Wäldern, ihr Kleinen? Klein Katie sagt, sie erzählen sich Halloween-Geistergeschichten. Gruselig. Schicker Hexenhut, Klein Katie. Und du bist eine ganz süße Elfe, Klein Amber. Was ist los, ihr Kleinen? Da ist etwas am Himmel. Es sieht aus wie eine riesige Fledermaus. Klein Katie weiß nicht, wo lang. Das ist keine riesige Fledermaus. Das ist Klein Hector. Er hat sich für Halloween als Fledermaus verkleidet. Hallo, Klein Hector. Klein Katie und Klein Amber dachten, du wärst eine riesige Fledermaus. Sie hatten Angst und sind abgehauen. Warum gehst du sie nicht suchen? Schau mal, Klein Amber. Es ist nur Hector. Er hat sich verkleidet für Halloween. Klein Amber fragt sich, wo Klein Katie hin ist. Lass sie uns suchen. Was ist das? Es sieht so aus, als hätte Klein Katie ihren Hut verloren. Wie bitte? Was ist das? Es sieht aus wie ein Monster. Lauft, ihr Kleinen! Schaut, es ist nur Klein Katie. Jetzt müssen wir Klein Amber suchen. Hier ist sie ja.
Verstehst du, Klein Amber? Es war nur Klein Katie. Klein Amber sagt, das war genug Halloween-Spaß für heute. Sie wollen jetzt zurück nach Car City. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Klein Tom, was machst du da? Klein Tom, hör auf. Du machst ja alles unordentlich. Unordentlich machen macht Spaß? Ich denke nicht. Und weißt du, wer das auch nicht findet? Deine Lehrerin. Das war ziemlich ungehobelt, Klein Tom. Es ist nicht nett, alles unordentlich zu machen. Vor allem nicht an Orten, wo auch andere Leute sein dürfen. Okay, ihr Kleinen, Zeit nach Hause zu fahren. Oh nein, Klein Tom, du nicht. Das ist richtig. Du musst hier erstmal aufräumen, Klein Tom. Nein, Klein Tom, du hast die Unordnung gemacht, du musst sie aufräumen. So sind die Regeln. Du solltest dich beeilen, wenn du rechtzeitig zum Essen zu Hause sein möchtest. Tut mir leid, Klein Tom. Ich denke nicht, dass sie Lust haben, dir zu helfen. Aufräumen macht nicht wirklich Spaß. Was denkst du dir gerade aus, Klein Tom? Wow, das war knapp. Sag mal, ist das eine Art Spiel? Kann Klein Lilly mitspielen? Ach komm schon, Klein Tom, lass sie mitspielen. Das ist aber nett von dir, Klein Tom. Toller Wurf, Klein Lilly. Du möchtest auch mitspielen, Klein Frank? Ist schon gut, Klein Frank. Willst du es noch einmal probieren? Fantastisch, Klein Lilly. Klein Frank, du bist an der Reihe. Klein Tom? Wo willst du hin? Du musst noch aufräumen. Was? Klein Lilly und Klein Frank machen das schon für dich? Oh, ich schätze mal, das machen sie wirklich. Hey, du hast sie reingelegt. Sie denken, es ist ein Spiel. Ich weiß nicht, ob das sehr nett war. Aber ich denke mal, es war ziemlich schlau. Was ist los, Klein Tom? Dir hat das Spiel auch Spaß gemacht? Naja, warum fährst du nicht zurück und hilfst ihnen? Sieht so aus, als wären sie fast fertig. Aufräumen mit so vielen Helfern war ganz schön einfach. Ihr lasst Klein Tom den letzten Wurf machen? Ihr seid wirklich tolle Freunde, Klein Lilly. Wuhu, du hast es geschafft. Die Kästen müssten noch an der Wand gestapelt werden. Ein Rennen? Großartiger Plan, Klein Tom. Auf die Plätze. Fertig. Los. Los, los, los!
Gut gemacht, Klein Frank. Jetzt sind die Kästen weggeräumt und der Spielplatz ist aufgeräumt. Gute Arbeit zusammen. Zeit, nach Hause zum Essen zu fahren. Und macht auf dem Weg nicht wieder etwas unordentlich, okay? Hey, ihr Kleinen, was macht ihr? Der Kuchen sieht ja lecker aus. Ist das letzte Stück für mich, ihr Kleinen? Entschuldigung. Also, warum schaut ihr euch das letzte Stück Kuchen an? Oh, es ist nur noch ein Stück da? Und ihr wisst nicht, wer es essen soll? Das ist eine schwere Entscheidung. Das ist eine großartige Idee, Klein Charlie. Ihr solltet ein Spiel spielen und der Gewinner kriegt das letzte Stück Kuchen. Okay, ihr Kleinen. Welches Spiel würdet ihr gerne spielen? Oh, du möchtest Ochs am Berg spielen? Das ist ein tolles Spiel. Was meint ihr, ihr Kleinen? Klein Hector, ich glaube, Klein Charlie hat gesehen, wie sich dein Rotor bewegt. Klein Charlie, Klein Jeremy steckt in dem Loch fest. Vielleicht machen wir eine kurze Pause? Gute Idee. Klein Hector, kannst du Klein Jeremy aus dem Loch heraushelfen? Großartig. Vielen Dank, Klein Hector. Jeremy, alles in Ordnung? Dann zurück zum Spiel. Es wird schwieriger, Klein Charlie. Hector, sei kein schlechter Verlierer. Ich weiß, du möchtest wirklich gerne das letzte Stück Kuchen, aber du musst dich an die Regeln des Spiels halten. Oh, Katie, warum lachst du? Du warst so kurz davor zu gewinnen. Ich schätze mal, damit ist Klein Jeremy der Gewinner. Gut gemacht. Du hast dir das letzte Stück Kuchen verdient, Klein Jeremy. Mhm.
Bist du sicher, Klein Jeremy? Du möchtest das letzte Stück Kuchen Klein Charlie geben? Weil er die Idee mit dem Spiel hatte? Das ist so nett. Hörst du das, Klein Hector? Genieß das letzte Stück Kuchen, Charlie. Bis bald, ihr Kleinen. Wir sehen uns. Hallo, Leute. Ihr seht ja toll aus. Backt ihr heute? Hallo, Carrie. Hilfst du, den kleinen Kuchen zu backen für den großen Kuchenverkauf heute? Fangen wir mit dem Kuchenteig an, ihr Kleinen. Nehmt Mehl und Zucker und tut es in die Schüssel. Dann kommen Wasser und Öl hinzu. Zeit für die geschmolzene Schokolade. Rein damit in die Schüssel, ihr Kleinen. Jetzt müsst ihr die Eier hinzufügen. Vergesst nicht, die Schalen wegzuwerfen. Was ist passiert, Klein Ben? Oh, da sind Eierschalen in deiner Schüssel. Du musst sie mit einem Löffel rauspulen. Jetzt müsst ihr den Teig gut rühren. Benutzt eure Holzlöffel, ihr Kleinen. Damit wird der Teig schön weich. Jetzt muss der Teig in die Kuchenform vor euch. Alles in Ordnung, Klein Ben? Da ist ja mehr Teig auf dir als in der Kuchenform. Jetzt müssen diese Kuchen in den Ofen. Bitte schön. Jetzt müssen wir warten, bis sie gebacken sind. Zeit, die Kuchen herauszuholen. Alles klar, ihr Kleinen. Jetzt müsst ihr die Kuchen glasieren. Es gibt Schokoladen- oder Vanilleglasur. Glasiert euren Kuchen und fügt noch Dekorationen hinzu. Nehmt euch, was ihr wollt und dekoriert den Kuchen, wie ihr mögt, ihr Kleinen. Das ist toll, Klein Katie. Das sieht richtig lecker aus, Klein Lilly. Wow, das sieht cool aus, Klein Amber. Die eine Hälfte ist Schokolade, die andere Vanille. Oh, Ben, du bist mir vielleicht einer. Das ist ein Cupcake.
Okay, ihr Kleinen, dann verkauft eure Kuchen mal. Viel Glück beim Verkaufen, ihr Kleinen, und vielen Dank für deine Hilfe heute, Carrie. Bis zum nächsten Mal alle zusammen. Tschüss, Klein Ben. Viel Spaß mit deinem Cupcake.